Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz des 1. FC Saarbrücken. Wir spielen morgen am 10. Spieltag in Stuttgart gegen den VfB Stuttgart 2. Zu meiner linken Trainer und Manager Rüdiger Ziel und zu meiner rechten jetzt zweimaliger Man of the Match Joel Bixel. Rüdiger, viele Verletzte. Eine englische Woche vor uns, eine Länderspielpause hinter uns. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war's? Ja, verletzte Spieler, ich glaube im Grunde ja, ausschließlich in der Innenverteidigung. Da sind wir ein bisschen dünn besetzt im Moment. Ich glaube, Domme Becker ist auf einem guten Weg, dass der am Dienstag eine Alternative sein kann. Boni Uofero wird in der englischen Woche wahrscheinlich nicht funktionieren, dass der dann erst wieder danach zum Einsatz kommen kann. Von daher, gerade im hinteren Bereich dann ein bisschen eng jetzt, aber trotzdem Vertrauen da in die Mannschaft, in die Spieler, die das dann auch morgen bewältigen werden, dass wir das gut bewältigen können. Und ich denke einfach, dass wir die Länderspielpause auch genutzt haben, mit dem Testspiel auch ein paar Abläufe reinzukriegen in dem System und wollen das dann auch morgen möglichst erfolgreich umsetzen. Dankeschön. Joel, was sind deine Eindrücke? Du, wie eben schon eingangs erwähnt, zweimal Man of the Match. Ich höre nur Positives, die Fans feiern dich. Wie fühlt sich das an, so anzukommen dann auch in Saarbrücken? Ja, es ehrt einfach den Start natürlich unglaublich, wenn man direkt das spürt, dass die Fans da sind, dass man direkt Einsatzzeit bekommt. So, aber ich denke, dass der Erfolg des Teams im Vordergrund steht und ich habe jetzt mehr Freude, wenn wir morgen 3 Punkte holen, als wenn ich nochmal zum Man of the Match gewählt werde. Ja. Okay. Dann gerne mit den Fragen starten. Dominik Rossi, Forum. Rüdiger, man erwartet so ein bisschen Stuttgart 2. Da fährt man hin, das ist ein Aufschlager, junge Mannschaft. Da zeigt man, wer Herrenhaus ist. Wenn man sich deren Bilanz anguckt zu Hause, obwohl sie eigentlich nie ein Heimspiel haben, relativ erstaunlich gegen Schwergewichte der Liga ohne Niederlage. Und dann habe ich mir gestern Abend auch die Mannschaft angeguckt. Der Marktwert ist auch erstaunlich hoch der Truppe. Was erwartet euch da denn? Ja, junge, talentierte Mannschaft, die gute Qualität hat. Und jede Serie hat mal ein Ende. Von daher setzen wir alles dran, dass wir da morgen die erste Niederlage dann für Stuttgart erreichen werden, dass wir da in Groß-Asbach entsprechend auftreten, dass wir die Mannschaft nicht so ins Spiel kommen lassen. Das hat man in der Vorbereitung auch schon gespürt, als wir gegen die gespielt haben. Da ist eine ordentliche Qualität auf dem Platz, dass die einfach fußballerisch gut ausgebildet sind, ordentliches Tempo auch haben. Und trotzdem auch in der Vorbereitung haben wir gewonnen und werden alles dran setzen, dass die Heimserie von Stuttgart dann auch morgen reißt. Patrick, hier ist eine Zeitung, Rüdiger, im Gegensatz zu vielen deiner Kritiker, habe ich die Woche jedes Training gesehen, das öffentlich war. Ich habe so einen Eindruck, es ist mehr Emotionalität in der Woche drin gewesen. Du warst das ein oder andere Mal lauter, aber auch in den Zweikämpfen, in den Spielformen ging es ein bisschen mehr zur Sache, auch verbal. War das mein Eindruck alleine oder hast du das auch so gesehen? Und was sagt dir das über den Zustand der Mannschaft? Ja, die Mannschaft lebt. Das ist schön zu sehen. Ich glaube, erste Training in die Woche, wo wir eine kleine Spielform hatten, wo ich einmal dazwischen bin. Aufgrund einer Aktion, die ich korrigiert habe, ein bisschen lautstärker. Ich glaube, danach war dann noch im richtigen Maß auch die Zweikampfhärte auch mit drin. Und das müssen wir einfach transportieren in das Spiel auch morgen. Ich glaube, wer die Woche jetzt gesehen hat, war eine gute Woche, gibt keinen Aufschluss jetzt, wie morgen das Spiel wird. Und trotzdem auch einfach gesehen, dass die Mannschaft willig ist, einfach griffig ist. Und natürlich dann die Themen, die wir jetzt bearbeitet haben, auch eigener Ballbesitz nochmal ein Stück weit zu verbessern, dass wir da entsprechend auch in der Offensive dann erfolgreich sein können. Nachfrage dann an Joel. Nimm uns mal mit in die Kabine. Der Trainer wird danach gesagt, er kann nicht laut und emotional sein. Kann er denn, der ruhige Herr Ziel, dann auch in der Kabine mal auf den Tisch hauen und sehr laut werden? Ja, ich glaube, dass da nicht die Lautstärke entscheidend ist. Ich glaube, mehr entscheidend ist, was denn gesagt wird und auch immer in einer guten Mischung.
Und ich glaube, ich habe auch im Podcast vor einer Woche schon gesagt, sicher sind sich alle Spieler in der Kabine der Situation bewusst. Und ich glaube, wir müssen alle das Bewusstsein haben, um die Dinge dann auch verändern zu können. Auch eine Frage an Joel. Du kennst das Game bei einer U23, hast das letztes Jahr selbst gemacht. Wenn man sich jetzt Stuttgart anguckt, auch relativ ja, schon Situation, aber eine Startelf. Beschreib mal so ein bisschen, was ist so eine Besonderheit einer U23? Spielt da jeder eher so ein bisschen für sich? Ist es da schwierig, so ein Team-Spirit reinzubringen? Wie geht man so als junger, talentierter Spieler da rein in so eine Saison? Ich kann jetzt einfach aus unserer Sicht sprechen. Ich glaube, wenn wir uns die Frage stellen, was braucht es gegen eine zweite Mannschaft, haben wir schon was falsch gemacht. Ich glaube, wir müssen dieses Spiel angehen wie jedes andere, weil wenn man sich irgendwo dann im Hinterkopf hat, ja, ist ja nur eine zweite Mannschaft, dann ist man unterbewusst schon vielleicht die paar Prozent weniger bereit. Und ich glaube, diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Sven Roland, Manager Rundfunk. Jetzt wurde in den letzten Wochen öfter mal über die Laufleistung diskutiert, weil es da eine Statistik gibt. Es gibt auch eine Statistik mit den Chancen. Ich glaube, der SFC Saarbrücken soll in den Top 3 überhaupt so Chancen erspielen. Allerdings relativ weit unten in den Chancen verwerten. Ihr habt, glaube ich, gerade eben nochmal Torschusstraining gemacht. Stand das jetzt die Woche nochmal besonders im Fokus? Oder wie kann man das als Trainer vielleicht auch heben, dass die Dinger vorne hängen? Gibt verschiedene Statistiken. Ich glaube, die Kritiker nehmen dann die Statistiken raus, die dann vielleicht eher schlecht sind, vielleicht auch jetzt nicht ganz krasse Aussagekraft haben. Wenn ich irgendeine Statistik hier darlege, wird es irgendwo als Rechtfertigung irgendwo benutzt. Ich suche nach Ausreden. Ich glaube, wir sind in vielen Statistiken, gerade was Offensive anbelangt, ziemlich weit vorne. Will vielleicht nicht jeder hören, will nicht jeder sehen. Und nochmal, wir sind da auch dran zu sagen, hey, wir müssen einfach auch besser spielen, dass wir vielleicht noch mehr Möglichkeiten kriegen. Und klar, Torschussabläufe ist immer wieder Thema, nochmal jetzt vermehrt, weil viele, viele Themen, wir kommen sehr, sehr oft in gegnerischen 16er, sind wir auf Platz 1. Wir haben, glaube ich, Schüsse, sind wir auf Platz 4 aufs Tor. Von daher, wir sind sehr, sehr nah dran. Wir müssen einfach dieses kleine Stück noch mal mehr machen, um den Bock umzustoßen, dass wir wirklich mehr Möglichkeiten kriegen, mehr Qualität erhöhen dann vorm Tor, um dann die Tore auch zu erzielen. Das ist vielleicht jetzt auch im Training, also ich habe es ja schon angesprochen, Sie haben eben es trainiert. Es ist wichtig, dass vielleicht auch mal bei Patrick Schmidt oder ähnlichen Kalibern im Sturm der Knoten einfach platzt, der berühmte Knoten. Oder kann man das durch Training vielleicht auch erzwingen? Ja. Trainieren, trainieren, trainieren. Aber es ist tatsächlich so, ich meine, die Stürmer, wir haben erfahrene Stürmer, die haben das schon erlebt, Phasen, wo sie weniger treffen, aber dann auch Phasen, wo sie dann auf einmal treffen und wissen nicht warum. Da müssen wir hinkommen, dass sie einfach treffen und wissen nicht warum. Ja, vielleicht beim Anschluss, die Woche habt ihr auch Abschlüsse trainiert, da haben Patrick Schmidt und Kai Brünker eine relativ gute Quote gehabt. Ist das auch so eine Idee bei dir, dass die gegen den VfB Stuttgart mit ihrer Wucht nochmal zusammen auflaufen können oder siehst du das momentan nicht? Ich glaube, Paddy Schmidt ist total im aufsteigender Form. Es ist so, er hat nach dem Start, wo alles richtig gut gelaufen ist, ist er in ein kleines Loch reingefallen und fühlt sich jetzt deutlich frischer. Ich glaube, war jetzt die Woche wirklich in allen Belangen eine gute Woche. Gerade auch die Sauberkeit dann in den Abschlüssen, die er gezeigt hat. Und es wird auch eine Option sein, dass auch beide nochmal zusammen auf dem Platz stehen. Gehen wir nochmal nach hinten. Joel, als du hier hingekommen bist, war ja eigentlich eine Situation, schon der ein oder andere angeschlagen hinten, aber es gab auch noch eine gute Auswahl. Dann kommst du als junger Kerl zur Endphase der Transferperiode, da hat man sich auch gedacht, auch für den Jungen wird es auch schwer. Jetzt bist du 4 Wochen später Innenverteidiger. Nummer 1, glaube ich mal, ich glaube, es ist jetzt kein großes Geheimnis, dass Lasse Denham vermutlich mal beginnen wird, so hat es beim Training ausgesehen, mit einer ganz jungen Verteidigung. Du bist hier hingekommen, ich sage mal so, es waren relativ viele Platzhirsche noch da und jetzt bist du 4 Wochen später Abwehrchef. Wie beurteilst du das? Erzähl mal was dazu, wie du das siehst. Ja, also ich habe es vor 2 Wochen, glaube ich, nach dem Viktoria-Köln-Spiel schon mal gesagt, dass ich
weiß, was ich kann, in meine Stärken vertraue, aber sicher auch weiß, dass ich hier große Konkurrenz habe und ich jetzt am Anfang mich gut einleben muss und keine Forderungen auf Spielzeit stellen kann. Aber sicher habe ich so gemacht, zeige ich mich jeden Tag im Training, versuche jeden Tag mein Bestes zu geben und jedes Spiel, das ich bekomme, ist natürlich umso schöner für mich. Und zum zweiten Teil der Frage, mit Lasse Wilhelm, ja, ein junges Innenverteidiger-Duo, aber ich glaube, auch letztes Jahr mit Freiburg war ich gewohnt, auch mit jungen Spielern zu spielen und ich glaube, dass wir da einen guten Job machen werden. Frage an Joel, Radio Saarwelle, Joachim Gauer. Es liegt auf der Hand, dass der erste FC Saarbrücken zurzeit, man kann sagen, eine richtige Heimschwäche hat. Wie siehst du das als Spieler? Es gab Zeiten, da hat der erste FC Saarbrücken Mannschaften aus dem Stadion gejagt, sozusagen. Fühlst du dich als Spieler bei der enormen Kulisse, die ja bei jedem Spiel da ist, irgendwie vor heimischen Kulisse etwas unter Druck gesetzt? Oder woran liegt das? Irgendwie ist da so ein Hemmschuh im Spiel. Um ehrlich zu sein, kann ich jetzt da noch nicht so viel sagen. Ich war jetzt bei zwei Heimspielen, glaube ich, fangs dabei. Aber ich kann jetzt einfach von mir sprechen, dass ich keinen Druck verspüre. Und ich glaube, dass man meinem Spiel ja auch ansieht, dass ich von den Fans lebe und mir das enorm Energie geben kann. Also spüre ich jetzt keinen speziellen Druck, wenn wir zu Hause spielen. Rüdiger, man hört ja auch oft, du würdest mit den Spielern nicht kommunizieren. Du bist ein überraschend, du hast mir recht schnell gesagt, dass Joel, da war auch noch im Probetraining, so auch ein Typ ist, der Leader werden kann. War das auch so ein Grund, dass du recht schnell gesagt hast, ja, wir holen jetzt keinen 27-Jährigen, die Gespräche gab es ja auch, sondern wir holen jetzt hier einen Jugendkerl, weil der einfach auch dieses Naturell mitbringt. Du hast, glaube ich, nachdem er in der Halbzeit war oder aus der Einwechslung, hast du direkt dahinter gesagt, ey, der geht auf den Platz und gibt gleich Kommandos. Hat sich das im Probetraining schon angedeutet, dass er auch diese, ich meine, das ist ja auch eine Charakterfrage zum Führungsspieler, wenn du still bist, wirst du es auch nicht mit 30, sondern das scheint er ja einfach in sich zu haben. Ja, das hat man direkt gespürt, als er die drei Tage hier war. Im Grunde fremd, nicht ganz fremd. Philipp Fahner war da, den er gekannt hat aus Freiburg, aber trotzdem sehr, sehr schnell einfach Kommandos gegeben hat, sehr, sehr aktiv war im Training. Und da hat man einfach gemerkt, dass das passen kann. Und es war, am Ende war es jetzt kein Probetraining, sondern Kennenlernen. Und am Ende wirklich die Überzeugung, dass es einfach menschlich richtig gut passt. Ich glaube, das ist immer für uns ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und entsprechend das, wie er sich dann präsentiert hat, auf dem Platz auch über viel Kommunikation, Einsatz, glaube ich, war das eine runde Sache. Und ja, schlussendlich werden wir jetzt eigentlich bestätigt dadurch, was er jetzt auch in den Spielen dann leistet. Nochmal zur Unterstützung von den Rängen. Im letzten Heimspiel gab es da in der Nachspielzeit in den letzten Minuten dann auch Pfiffe, weil da ein Lederball direkt in die Box geknallt wurde. In Cottbus waren die ersten 20 Minuten, glaube ich, gab es keine Unterstützung, weil es am Eingang Probleme gab. Gibt es im Moment so ein, ja, ich will nicht sagen ein Problem, aber gibt es momentan so eine kleine Lücke zwischen der Kurve und der Mannschaft? Ich habe jetzt auch beim Heimspiel, bis in die Schlussphase jetzt von der Kurve, habe ich Unterstützung gespürt. Da war gute Stimmung. Glaube, gab dann natürlich dann irgendwann Unmut. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir da dann auch vorangehen, müssen eine gute Leistung bringen. Wir müssen in Führung gehen, dann ist das auch wieder besser. Und glaube ich, gerade das Spiel Cottbus, ja, gab es jetzt wenig Anlass, da extrem freudig dann während dem Spiel die Mannschaft zu unterstützen. Also war dann auch da, aber trotzdem war das dann einfach von der Leistung her nicht so und auch natürlich auch vom Spielverlauf von den Toren das, was ja unterirdisch war, muss man sagen, das war einfach absolut gebrauchter Tag und am Ende müssen wir die Heimspiele einfach besser bestreiten. Noch eine Frage zum Spiel jetzt am Wochenende. Was ist denn bei Stuttgart besonders bemerkenswert? Was machen die vielleicht besonders gut? Wo kann man sie knacken? Ja, das ist ja sicherlich schon analysiert. Ja,
haben wir tatsächlich analysiert. Ich glaube, das Gute ist, dass wir wirklich im Sommer schon gegen die gespielt haben und alle gemerkt haben, ui, die sind gar nicht so schlecht, die sind ganz schön flink, sind mutig im Ballbesitz. Also das hat man da schon gemerkt. Und von daher, was Joel gesagt hat, jetzt hinfahren, oh, wir spielen gegen eine zweite Mannschaft, wird schon klappen, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Von daher wissen wir, dass sie sehr, sehr oft ins Angriffspressing gehen werden. Wird Thema sein, dass wir uns da immer auch wieder Situationen lösen müssen, dass wir über auch Tiefklatsch-Tiefsituationen das schon spielerisch lösen möchten und trotzdem auch diese Option dann zu haben, auch mit tiefen Bällen zu spielen. Also ich glaube, wir haben auch ordentliches Tempo in der vordersten Linie. Das weiß der Stuttgarter Trainer, glaube ich, auch. Also das ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie hier verrate, sondern entsprechend werden wir das auch nutzen wollen, dass wir einfach immer wieder Tiefe im Spiel drin haben. Und am Ende gilt es auch, in der Defensive halt sehr, sehr konzentriert zu Werke zu gehen und entsprechend die kurzen Tiefenläufe, Wechselspiele der Mittelfeldspieler, der Stürmer in den Griff zu kriegen, dass wir da einfach wenig gegen uns zulassen. Ja, das Spiel ist morgen Nachmittag ja erst. Fahrt ihr heute hin? Schlaft ihr dort? Fahrt ihr morgen? Wie macht ihr es? Wir fahren jetzt gleich nach der Pressekonferenz los. Jetzt waren Sie unter der Woche zu Gast bei Studio Klaus Schwarz. Da haben Sie, ich glaube, fast in den Hinsatz rausgehauen, dass der FC Saarbrücken irgendwie 2 Millionen Schulden, zumindest habe ich das so wahrgenommen hat. Habe ich nicht. Nein? Nein. Okay, dann habe ich das falsch wahrgenommen. Okay. Rüdiger, es gab ja vergangene Woche ein Testspiel in Etrange. Abgesehen davon, dass er, glaube ich, gefühlt 20 Tore hätte schießen können oder müssen. Gab es einen Spieler, der dich da so aufgedrängt hat, wo du sagst, ich frage deswegen, war, glaube ich, eines der ersten Spieler in deiner Amtszeit, damals gegen Büren, hatte sich Dave Klaase so ein bisschen in der Länderspielpause in der Mannschaft gespielt und sonst gespielt. War jetzt in Petrosch irgendwo, wo du sagst, den will ich auch mal aufstellen, der hat das richtig gut gemacht? Ich glaube, es war in der ersten Halbzeit insgesamt sehr, sehr dominant und gut bis zu dem Gegentor. Also von daher war das, was wir machen wollten, schnell nach vorne spielen, Flügel doppelt besetzen, immer wieder Aktionen haben. Im 16er vom Gegner war da. Von daher war, glaube ich, der Investor sehr, sehr gut. Und da jetzt einen rauszunehmen, der sagt, der rausgestochen ist, glaube ich, dann schwierig. Und von daher, glaube ich, war das so rundum Thema, ja, wir müssen mehr Tore machen. Und hat da gerade gegen Ende, möchte ich auch nochmal irgendwo betonen, dann diesen unbedingten Willen dann gemerkt, nach dem Rückstand dann letzte halbe Stunde das Ding unbedingt gewinnen zu wollen. Hatten auch da ein paar Möglichkeiten liegen gelassen, aber das war dann insgesamt so von der Willensleistung dann auch und von den Abläufen, die wir sehen wollten, war das in Ordnung. Am Ende war es ein Testspiel. Horst, wie Supernet und die MSVW, die Frage hat Pixel. Jetzt war 13 Tage ein Kaupass, also ein Spiel, jetzt kommen 14 Tage mit 5 Spielen. Ist ja das lieber, dass man sagt, man hat gleich wieder einen Einsatz zu Hause, dann wieder auswärts, auch ein Spiel, jetzt wo du nicht so aufs Fahrzeug Stuttgart und das nach Rückweißstand vielleicht warst. Musst du da hochfahren oder sind die Spannung immer schon die ganzen 14 Tage da gewesen, das nächste Spiel? Ja, ich glaube, gerade nach so einem Spiel wie Bielefeld, was unbefriedigend war, möchte man gerne natürlich direkt wieder spielen. Aber ich denke trotzdem, dass uns jetzt diese Zusatzwoche auch gut getan hat, wir viel trainieren konnten. Aber ich freue mich jetzt enorm auf morgen und weiß dann auch, dass es Dienstag und Samstag Schlag auf Schlag direkt weitergeht. Mhm.